Milbridge, der siebenjährige Sohn des Million-Dollar-Cambridge Calypso II. Milbridge war selbst Reservesieger der Holsteiner Körung. Sein Vater Million Dollar, selbst ja mit Sophie Hinners Nationenpreissieger gewesen. Aus dem derzeit weltbesten Mutterstamm der Querlichin resultierend. Das Ganze hier mit hoch erfolgreicher Holsteiner Mutterlinie kombiniert. Aus Milbridges Mutter bereits drei S-erfolgreiche Pferde, darunter der gekörte Landaro von Philipp Rüping und auch aus der Großmutter der gekörte Lenz River und mehrere S-erfolgreiche Springpferde. Auch Milbridge selber unter dem Sattel hoch beeindruckend. Und das berichtet uns jetzt seine begeisterte Reiterin Vanessa Ebert. Ich sitze hier auf Milbridge, dem Million-Dollar-Sohn. Auch Milbridge und ich kennen uns erst 2 Wochen, sodass ich ihn unterm Sattel habe. Was mir bei Milbridge in den letzten beiden Wochen aufgefallen ist, dass er ein unglaublich leichtrittiges Pferd ist. Ganz, ganz viel Vermögen am Sprung. Was ihn auszeichnet, ist seine unheimlich große Galoppade, die man aber auch wahnsinnig gut variieren kann. Er gibt mir immer ein super Gefühl zum Sprung hin, hat ein super Vorderbein und ganz, ganz viel Abdruck. Also der macht Spaß zu reiten.